So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Draxus wieder hier. Zurück mit Vampire. Ich habe ein bisschen was ausprobiert. Mir ist was aufgefallen. Gespräche machen, die Interaktion mit Leuten bringt scheiß viel XP. Drei, vier Sachen angesprochen und gleich einmal fast 1000 XP bekommen. Ich einen relativ guten Tausch. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bo- This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. It's locked. Ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Habe ihn gefunden. Ich weiß nicht, was dieses scheiß Geräusch bedeutet. Aber es ist extrem lästig. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Er ist also gestorben und wiedergekommen. Na, jetzt muss ich zurück zum Pater, ne? Neugierig, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt wirklich dafür bekomme. In the grub. Wenigstens habe ich gestern gut geschlafen. Ja, also links.
Ja, ich glaube, ich sollte hier sogar richtig sein. Ja. Von runter und dann zurück zum Markt von Whitechapel. Bin neugierig, was der zu den Ergebnissen sagt. Und da bin ich wieder. Good evening, Mr. Whittaker. His father, Whit. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Danke. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. 1250 hatte ich vorher an XP. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my b- Yeah. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself, the proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Wie man das einredet. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood. Sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. What? I said. You. Naja. Für 250, ne? Also man bekommt schon was dafür.
Finde jemand, der blinkt. Haben wir noch? And ich komme gleich. Stehen vor meiner Tür, schreien wie am Spieß und wundern sich dann, dass ich sage, hört sie bitte auf. Die wer will. Ja, das Blöde ist, ich muss noch immer die Krankheiten machen. Ja, sonst sieht es ziemlich schlecht aus. So pale, my lord. Would you like me to revive you? Schau mal die Augen. Bei meinem anderen Spielstand sind sie schwarz. I'm cheap. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? How? When I. Goodbye. Mir ist gerade eingefallen mit. Ah ja. Mit der Krankenschwester habe ich noch nicht gesprochen. Seitdem. Die für mich arbeitet. Und die Tür hier ist zu. Ja. Hat sie ja sonst noch irgendwas Interessantes? Ich hoffe es zumindest. Welcome back, Jonathan. How is the? I don't know. How are things? The dispensary. Yes. No. How are things? The dispensary is fine, but the city. Yes. No, but I heard they now patrol the district. Ah ja. Do you need? I'm a professional nurse. Are you not? I'm more. Do you? You've. I hope you've. Yes. Who is the? I. Why did she kid? Tell me. There is no more. Do you? I mean. Do you, John? Show me what. Boah, ich könnte das eigentlich mal kaufen und identifizieren. Ich meine, Geld habe ich hier genug. Daher. It's locked, all right.
Naja, ich weiß. Alles, was gut ist, ist immer verstanden. Dorothea, so heißt sie. Muss ich jetzt ernsthaft nachdenken, wie sie heißt? Ist mir nicht eingefallen. Hallo, Mr. Hallo. Yes? How are we? So, don't like, she seemed more. Tell me. Are you in Dol? Who shit, you say? Well, tell me. I do. Do you? Don't. It's quite. This. No. 1520, glaube ich, war das letzte. Für jeden Hinweis, den ich finde, gibt es Erfahrungspunkte. Goodbye. It's locked. Mr. E. No. What I. How the way? It that. I don't see. What? That's Mr. I am. I've no. So it's. Tell me. People are. What do you. People are. What? I swear. In other words, you take advantage. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the. Have you not really a man? Yeah. So more than that. Zwei Hinweise. You not much. You'd better. I want to know. Well. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Goodbye, man. Ah, immerhin ein paar XP, ne? So, und der kleine miese Drecksack sitzt hier unten. Da habe ich alles. Er ist ein Arsch. Ja, schade, dass ich den Spielstand auf gut mache, von daher. Good evening. Wang Sha. My. Ah. That I give it. I am. Why? Why? I am. How do you. I've. I've. To be. Do you. Of course. I know. Maybe. Goodbye. Und wieder ein paar XP. Warum ich die Gespräche jetzt mache, anstatt zu kämpfen? Beim Kampf kriege ich. Für den ganzen Kampf vielleicht 5 Erfahrungspunkte. Eine richtige Antwort bringt mir jetzt schon 30, ne? Also von daher. Lieber ein bisschen rumrennen und Gesprächspartner suchen. Und gelöste Nebenmissionen bringen noch mehr Geld. Erfahrungspunkte. I cannot enter. There are so many people. I won't end up another drunk horse on different streets.
Wie gesagt, bevor ich irgendwas mache, muss ich erstmal den anderen Bezirken die Leute behandeln. Ach doch, da ist was. Frage mich immer noch, wofür ich hier hoch soll. Wird immer noch kein Ton gesagt, aber wissen wir, dass ich sie reden kann. Aus. Hey Junge. Good evening, Mr. Swanmer. Is it you, Dr. Reed? Tell me, how do you see the world these days? Yo, ich weiß nicht, ob ich das so sagen will. Okay. Und was ist mit ihm hier? Der hat ja ein halbes Labor. Oder vielleicht sogar ein ganzes. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? It's locked, all right. Ah, ich weiß. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? So. Jetzt aber. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. Good. And what I know, yes. Yes, that does my do you, Lara, what? I won't. How is I? Why does your... Because she knows I'll never forgive. You run an illegal business with someone you hate. I don't hate my sister. She looks after me. We have a... Goodbye. Tell me, how do you see the world these days? Und wieder ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Aber wo ich die anderen Seiten herkriege... Don't you know better? Muss ich mal nachsehen wegen dem Knüppel und so weiter. Ja. So habe ich keinerlei Blutaufnahme. Das war ein Schatten-Eckern. Ein anderer Vampir.
Na okay, ich bin schon wieder am Friedhof. Ah, ein Hideout. Ein Unterschlupf. Ich kann ja mal anfangen, die Medikamente zusammenzustellen, die ich brauche. Vier, fünf, sieben, acht. Acht und einmal Erkältung. Schauen, macht das Ding jetzt wirklich? Block 18. Was wirklich versuchen? Vierzig, ne? Selbst die Zweihandwaffe braucht 30. Das Ding schockt doch besser. Wenn man sagen muss. Ne? 10. 10. Zu sagen, was das gehen sollte. Verbrauch oder Schadens? 30. Ich weiß nicht, der Ausdauerausbeut ist so mies. Jetzt? Wow. Okay. Na gut, jetzt habe ich das Ding auf Maximum. Jetzt kann ich mich auch um was anderes kümmern. Schock. Klingt auch interessant. Nur den Scheiß mal zerlegen, was ich hier habe. Ist zwar mehr Ausdauer zugegeben. Schockschaden. West End. Nur um nachdenken. Schade.
Ich bin im Kopf gerade nur die Kampftaktik am Durchgehen in Bezug auf die Einhandwaffe mit der Blutung, die Nebenhand mit dem Schockschaden, die Klaue und die Blutvorratwiederherstellung. An meinem Schaden liegt es nicht. Hier muss ich eigentlich auch noch jede Menge Leute finden. Viele Spinner rum. Ich habe das nur dahergesetzt, damit ich mal eine Richtung habe. Geht. Ich meine, dabei ist auch Stufe 29, ne? Blutvorrat. Ganz toll. Vor. Treffe ich permanent nicht, weil sie down am Hin und Her teleportieren ist. Und wenn ich sie getroffen habe, kann ich nicht ausweichen, weil ich in der Animation bin. Weswegen die anderen fünf was rundherum stehen. Okay, in dem Fall war es ein 3 Meter großer Löwe, der mich einfach umbringt. Wie gesagt, das funktioniert eigentlich, aber zu wenig Ausdauer, zu wenig Blut und zu langsam. Die meisten Leute im Forum schreiben, dass das Spiel sie ein relativ gutes Kampfsystem hat. Die meisten sind aber erst in der Kanalisation und dort hatte ich auch keine Probleme. Von daher weiß ich immer noch nicht ganz, ob das richtig ist. Ich war gerade im West End, du Vollwichser! Ja, toll. Ich überlege gerade, wer noch Waffen-Updates verkauft. Machete ist ja prinzipiell eh die beste in der Angriffsgeschwindigkeit. Aber das Ding kannst du so gut wie nicht aufwerten. Ah ja, totaler Respawn. Verklick ich eigentlich? Ah,
Ah ja. Und ich habe mich verdrückt. Ich muss an und für sich meine Heilung aufbessern. Mein Blutvorrat. Ich muss so viel Sachen noch skillen, damit das da wirklich funktioniert. Ich habe ihn gerade getroffen. Ich kann nicht durch Gegner durch ausweichen und ich wurde schon wieder in die Ecke gedrängt. Wieso sagen die Leute, dass das ein gutes Kampfsystem ist? Ist es nicht. Passabel. Eine 3 oder eine 4, aber keine 2. Zweimal selbe Stelle, unterschiedliche Vorgehensweise und trotzdem verreckt. Und ich bin wieder am Arsch der Welt in Whitechapel. Fick dich doch. Oh ja, toll. Wollt's mal was sehen? Akon. Na, wo ist dein Companiero? Und ich bin nicht mal dazu gekommen, ihn auszusaugen. Und das ist ein gleiches Level wie ich, ne? Die sind sowas von hundsschnell. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich werde versuchen, dass ich nicht da durchgehe, sondern den Umweg mache. Das finde ich schon ein bisschen lächerlich. Brauche auch noch die anderen Bürger von West End. Habe ich langsam ein Problem. Warte mal, ich habe doch gerade mit ihrem Bruder gesprochen. Good eve. Hi. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if Mason is totally capable of defending himself? Just leave us be. Don't you think he needs to be somewhere he can receive appropriate medical care? Mason wants to be useful, can you understand that? Chemistry is his passion, and the Swanborough Cordial gives him a purpose in life.
Ja, eine Möglichkeit, aber bei aller Freundschaft, ne? Ich würde ja gerne sagen, sie hat ein bisschen Dachschaden, aber irgendwie glaube ich, sie hat einen festen Dachschaden. So, wo ist der Typ? Wusste ich. Da wollen wir nicht lang. Eigentlich würde ich wirklich mal gerne wissen, wo alle Bürger hier rumgeistern. Da habe ich alle. Die andere Erklärung ist hier oder hier oben. Gott, ich krieg das nicht aus meiner Lunge. Die Rattenfresserin, die Händlerin. Habe gerade keine Ahnung, wo der ist. Good. Hi. Do you need? You would. Don't worry. I may have. Hat nichts, was mir gerade hilft. Ja, den Rest brauche ich dabei nicht mal. Mit den Materialien kann ich mal ein bisschen was bewirken, ein bisschen was bauen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der Typ rumgeistert. Echt nicht. Hab ihn. We meet again, Mr. Kimura. In a more Dr. Reed. Still we must both breathing the cold night. Na klar. How it I May I why th- I would what can if and that which that what he what I would have you I at least my guess have you oh those would you can you I've follow my exa- you know what God. Goodbye, man. Trotzdem habe ich dafür fast 200 XP bekommen jetzt. Der Grund, warum ich es mache. Good evening. Good evening. Das ist, wenn du wirklich nicht mit den Leuten redest, bist du gefickt. Du musst das. Und ich schon wieder mit diesen. Bist wer? Piratenfresserin Mama.
Da ist er. You cannot forget. What, Miss Bill? Do tell me. Tell me, don't. What is? Can I help? I will. I must go now. 55. Und trotzdem muss ich jetzt kurz erstmal nach Hause. Meine Mutter ist auch krank. Ich wollte nur rausfinden, ob ich auf der Karte erkennen kann, ob es irgendwo einen speziellen Bereich gibt, wo der nächste, ich sag mal, Snave Point ist. Yet? How is not the pol- Mr. Has I'm perhaps I'm what is the fr- have you your f- I'm s- your to be pr- I will tell me this if, You have served this family ex- Then I will stay. Do you really think- Yes, I- You clearly- I know- I really don't know. I am- I fa- Your- f- I real- Knows- Und das war's erst. Goodbye. Of course. War wieder auf 200, schau dir das an. Das einzige Geheimnis ist wirklich mit die Leute quatschen, die zwingen dich dazu. Was ich ein bisschen lästig finde, aber es ist halt nicht besonders interessant, vor allem für die Zuschauer. Für mich geht's vielleicht, aber es ist ein Must-Have, wenn ich weiterkommen möchte. Ich habe so massive Probleme bei der Doris. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Mother, no, what do you mean? Of course. It was enough. Tell me, Mother. I'm sad most of the time. I'm so sorry, Mother. What happened, John? I lost my way. You should have. Was soll ich hier sagen? Father seems to have left me some documents. No, Johnny. But your father always. I remember. Your father. I was. The imp. Could. I read. Do you, I just, I'll st- just want. Are you not? I, I'd be. She's not the impo- Do you think? I don't blame you, but you were. I wish I could. You don't have to. Have I changed? You are. Goodbye, Mother. Goodbye. Ach, ich bin ein Idiot. Hello, Jonathan. Do you need? Oh. I think. I'm. Goodbye, Mother. Goodbye. Nur wegen ein paar Hinweisen fast 500 EP bekommen. Das ist viel. Wenn du 2 Stunden lang kämpfen würdest, hättest du vielleicht 200 oder so. Also das ist ein großer Unterschied. Tempelgarten. Werde ich hier kämpfen? Oder werden die wohl da oben sein? Kann ich auch außen herumgehen? Hoffe ich zumindest. Ich weiß, das ist jetzt die falsche Richtung. Immer mal dem nach, was ich am meisten glaube. Jetzt. Ganz toll. Are you deaf? Over there! There's one of them vermin! Watch out for them teeth!
manchmal gehen die Kämpfe so aus, aber das sind die... Die ich einmal circa mein Level, die reißen mir den Arsch auf. Das Spiel ist für mich stellenweise, würde gerne sagen, paradox, aber das trifft es nicht ganz. Es ist schlimmer als das. Jetzt hört's das! Schöne sein, ich komm zu nichts wegen den Mistkröten! Na also! Ja, das habe ich irgendwie gewusst, dass da oben jetzt noch einer rumgeistert. Allein schon, weil du die Schritte hörst. Die Blutspur da oben macht Schattenrichter. Okay. Bin gerade noch etwas verwirrt. Ganz doch. Wie gesagt, die Leute beschweren sich da drinnen, also diese Penner, der da. Oh mein Gott, er ist schnell. Ja, okay. Sie sind schneller als ich und diese Einstellung habe nicht nur ich. Darüber, also zumindest geschrieben, haben das auch viele. Ich glaube eher, da wurde hier raufgestreift. Ich meine, ich habe das Ding durch den Boden gesehen. Aha, auch eine Waffe. Ja, links oder rechts, könnt ihr euch entscheiden. Hat das überhaupt einen Sinn? Oh ja, der ging hier hoch. Ich glaube, langsam kriege ich die Kurve mit dem Bild hier. More Braille. Jawohl. I should bring this to Mason Swanborough. Oh. Ja, Blindenschrift. Ich bin neugierig, ob meine Theorie richtig war. West End Temple Garden. It's locked. Okay, das sind die Leute von West End, ne?
Ich habe noch. Mir fehlt fast die Hälfte. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Das sind die Docks. Müsste das da auch theoretisch zum West End gehören. Weil hier gibt es ja nichts außer Feinde. Entweder es gibt Verbündete, also entweder es gibt Zivilisten oder Feinde. Scheiße. Die verstehe ich sowieso nicht. Vampirgegner, die Senfgas ausströmen. Was soll das denn sonst sein? Es dreht sich hier gerade um den. Es herrscht der Erste Weltkrieg. Also mein Blutvorrat ist total. Keller. Hier kann ich kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wo das andere Gebiet ist. Die einzige Erklärung ist, dass das hier wirklich noch zum West End gehört. Weil Whitechapel aus hierher muss. Nehme ich trotzdem mal ein bisschen um. Loot Icon. Oh Gott. Ich komme zu nichts. Der ist schnell, aber ich? Und daneben. Ich schwöre dir, ich richte heute irgendwo noch einen Massenmord an vor der Tür. Ja, Vampire sind schnell. Ich nicht. Jonathan hat das Prinzip nicht ganz verstanden. Er sagt, ich bin übermenschlich, ich bin stark. Nein. Nein. Alle anderen Vampire. Alle. Du nicht. Ich meine, der Typ hat ein Tempo drauf, jenseits von Gut und Böse. Der zerlegt mich in 4 Sekunden. Schlägt zu wie ein Bär und hat mit seinen Händen die Geschwindigkeit eines Kolibris. Dawson und Dawson. Is there anything to connect me to this city?
Genau, mit ihr habe ich auch noch nicht wirklich gesprochen über ihre Mutter. Glaube ich. Nein, habe ich nicht. Yes, you come. Is there some too much selfishness? Even if I suppose. Tell me. What do you want? Who are you? Elizabeth. Do you live? I still. How did you? The correct. Genau. What do you mean? Actually. Well. Are you all known? Really. Vor allem ist es ja Nacht und sie brüllt da durch die Gegend. Aber seht ihr das? Gleiches Level oder so weiter und die Viecher sind relativ bekämpfbar. Da komme ich zu so jemanden wie den Typen gerade, der nur immun ist gegen Blut. Yes, you should. I killed my own sister because of the hunger. Der hat auch fast das gleiche Level, so wie die Schatten-Echons von vorher. Die waren zu zweit. Mit denen bin ich relativ gut klargekommen, aber er? Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, wie kann man sagen, dass das Kampfsystem gut ist? Es ist nicht gut. Gut ist eine 2. Ich gehe nach österreichischen Schulnoten. 1 ist das Beste, 5 das Schlechteste mit nicht genügend. Es gibt keine 6 in Wien. Österreich. Folgedessen, es ist eine 3 oder eine 4, aber eine garantiert keine 2. Das schafft das Spiel nicht. Dasselbe Level, dieselben Stats, aber zweimal der unterschiedliche, aber jeweils der unterschiedliche Gegner, ne? Schatten und Blut-Echon. Der Blut-Echon zerfickt mich, das kannst du nicht mal schönreden. Aber der Blut? Der Blut? Ja, der Blut-Echon, aber der Schatten geht. Das. Keine Ahnung. Ich komm von da aus nicht rein und von da aus nicht rein. It's locked, all right. Verstehe den Sinn jetzt gerade gar nicht. Kann mir bitte jemand sagen, wo die letzten Bürger sind? Sind ja auch so viele noch. Ach Scheiße, so war das nicht geplant. Kann ich hier jetzt nicht? Und den zwei kriege ich auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn ich es richtig einstelle. Goodbye. You again? What do you want this time? How? I'm not here. May I? I do. A call? Not for this part. Totally. How does no a job? I got him.
You saw them. I'm not. Oh, do you... Why do you? You could. I see. Harry, of all you really. He's mom. Since no one. Do you only. Goodbye. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So? I'm not bothered. Have you? I don't. How do you? I'm fine. Mm. My fault. If I. So that. I'm not a. You. I was young. Have you? I don't. But you. Am I not? Wie gesagt, ich mache das nur wegen DXP durch. Goodbye. Even my dreams are soaked with gloom. Schau gerade, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Zettel rumliegt, der mir hilft. Sonst gerade sieht schlechter. Das habe ich heute auch noch nicht über. Was nach? Nichts, mache ich später. Stimmt. Gibt nur Schmerz und Leid in dieser Welt und manche können sogar daraus Gewinn schlagen. Das ist beeindruckend, ne? Right then. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Also. So you only hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich hier hochteleportieren kann. Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. With your son so difficult. Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Ich glaub's nicht. Seems he's a Why not change that then? How dare you tell me what? I don't doubt your motives. I'm so I don't think I like your attitude, sir. I'd like to see you try, Colossus Joe.
In the meantime, are you sure I can't be of any help to your son? I am a doctor, remember? Never. Harry's complicated. Fragile, you could say. Doesn't mingle with strangers. Nab. Goodbye. Let your guard down, sir. Fancy bar. You never. Und tut mir schon leid. Ich verstehe den Vater auch, aber. Goodbye. Es ist halt immer schwierig, sich in solche Leute hineinzuversetzen wie Joe. Good evening. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, I'm not bothered. You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even. But he never touched an hair on my head. What is going on between you two, then? It's his job, if you can call it a job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis. It's just not right. Goodbye, young. Is there only pain and suffering in... Und das war's? Was ich an den ganzen Gesprächen nicht ganz verstehe, ne? Besser machen kann ich es deswegen leider auch nicht wirklich. Was ist das Problem? Toll, da habe ich zweimal was verhaut. Eben klar. You never. Goodbye. Gut, und was jetzt? Ich muss noch immer die Idioten vom West End finden. Keine Ahnung. Da geht's zu den Docks. Da ist das große Haus. Da liegt. Ach, ich setze da auch mal einen Wegpunkt her und passt da. Ich hab sonst keinen Plan mehr. Ja, selbst ein Vampir muss frühstücken, ne? This is despicable. Frage mich gerade, was mit ihm los ist. Warum wird der Bildschirm dunkel? Heilt sich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Warum weiß ich nicht, aber... Jo, ne? Ugh!
Ernsthaft, ich muss die Heilung dringend aufbauen. Wie gesagt, wo die anderen Mitglieder sind, habe ich keine Ahnung. So, da ist das. Ist das doch das Anwesen? Gut. Das ist das Anwesen der, ich sag jetzt einfach mal, Camarilla. Aber keinen Plan. Ich spreche mal mit den Leuten drinnen. Vielleicht hilft es mir irgendwie weiter gerade. Die Docks muss ich auch noch. Ich beschäftige mich so lange gerade mit dem West End. Die Docks vom Limehouse. Hat so sein, ne? Wow. For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I will. Da gibt's Loot, den ich noch nicht habe. Vor allem, ich frage mich, warum die Leute sowas in Schubladen teilweise verstecken. Gepulver. Aha. Das ist was Neues. Rumors say two cases of infection have been reported in Buckingham Palace. Schlüssel zum Keller. Das merken wir uns mal. Redgrave. Typen belästige ich mal lieber nicht. Have you heard the rumors of some horned vampire now? I pursued the last hunt with my... Nö. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Mit dem Entwickeln und dem Blut der Menschen finde ich bedenklich. Das Schwierigste eigentlich für einen Vampir, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, ist immer diese Einstellung Leben für die Ewigkeit. Was mache ich mit der Ewigkeit? Das zermürbt einen. Deswegen sie auch dekadent werden und so weiter. Aber das Blut brauchen, das ist nur was um für die Fähigkeiten zum Heilen oder was auch immer. Endlich hat er sich wegbewegt. Und wo ist jetzt die Tür zum Keller? Habe sie. Okay, und was finde ich jetzt hier unten? In erster Linie mal nichts, was lebt. Das ist gut. Gut. Wie gesagt, nichts, was lebt. Nur das Sammelobjekt jetzt? Wollt ihr mich ärgern? Sonst gar nichts? Jungs, das ist ein bisschen mager, oder? Wow. Na gut, kann man nicht ändern.
Trotzdem weiß ich nicht, wie ich zum West End da hochkomme. Das ganze Viertel hier geht vor die Hunde und das nur, weil ich die Leute nicht finde. Das ist schon mal hilfreich. Endlich irgendjemanden gefunden. Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, doch. My Venus? Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, John. I know that you are always welcome here. But at this... It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece to... How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he... Okay. How have... Yeah. Have you not... You... Why is... It's more... Thank you. I wish... There's no... No, it... Tell me about... I under... The question... The import... I'm... So you don't... If Paul... So, dann schauen wir uns... Ach so. I'm so sorry for your... Oh, sehr gut. Sie ist gesund. Passt. Hier. Bank. Erstmal das untere Stockwerk, eins nach dem anderen. Auch nicht. Briefe sind da eigentlich für mich so am interessantesten. Und Vampire jagen. Im ersten Stock haben wir jetzt vielleicht auch noch was. Vielleicht irgendwelche Briefe oder was weiß der Henker was. Ah, geil. Verschlossen. Damit muss er bald aufhören. Okay. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Hört's dir mal zu, for this mess? Was für ein Schlamassel? Hier ist nichts. Die Hütte ist lediglich leer. Lediglich, aber prinzipiell, ne? Okay, das ist auch irgendwie aufregend.
Und hier geht's zu den Docks. Die machen es mir nun wirklich nicht leicht, das Testament zu finden. Holt sich. Locked. Komme ich durch die Kanalisation da hoch? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht mal, warum es hier einen Kanalisationseingang gibt. Aber meistens endet das in einem ganz, ganz schlimmen Blutbad. Andere Seite komme ich auch nicht. Okay. Währenddessen muss ich irgendwo das Testament finden. Yay. Warum habe ich das Gefühl, dass mein Vater ein Ghoul ist oder so? Oh Mann. Vor. Ach, das war die Hütte. Ja, alles klar. Hier war ich schon. I can't believe I'm doing this. Glaub's. Weiß gerade nicht, was heile ich mich? Ich glaube 300 sofort Heilung. Scheiß viele Leben, aber das interessiert irgendwie meine Gegner nicht. I have this thirst for blood. Das wäre jetzt keinem von uns aufgefallen. This is despicable. Ich meine, er muss das jetzt aber auch nicht immer sagen, oder? I can't believe I'm doing this. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Das ist dasselbe Haus wie vorne, nur ist das der offizielle Eingang gewesen damals.
Scheiße, wie viel hält die aus? Geht's hier? Okay. Ach du Sch. Aber ich glaube, hier ist eine Zuflucht. Na, was soll ich? Natürlich vorher noch einsammeln. Nicht genug. Aber dafür schon. Ach, Aluminiumpulver, aber... Und? Wie schaut's jetzt aus? So. Ich würde ja eigentlich gerne schlafen gehen, aber... Wie gesagt, ich habe die Docks noch nicht fertig. Wow, jetzt komm schon. Ich weiß. War das jetzt eigentlich für einer? Schatten. I'm doing this. I have this thirst for blood. This is despicable. I have this thirst for blood. Versuchen wir es mal. Hat geklappt. Noch mehr Blut. Ach, das geht schon wieder in die Kanalisation. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding ist unter mir. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann ich die Questverfolgung eigentlich von der Hauptquest auch gerade ausblenden? Nein.
Na, ich glaube, das kann wirklich hier sein. Wie, wo, wer, was, wann, aber keinen Plan. Kommt das ganze Blut her zum Teufel? Okay. Der Grund, warum ich gerade so verwundert bin, ist der. Das Ding ist legendär, Gold. So, à la Diablo gesehen, Yonik. Wir wissen, bis auf Sets gäbe es nichts Besseres. Und daher umso verwunderlicher. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? What a mess. Something terrible happened here. But what? Wow. Warum nicht? Ich habe gerade genug Materialien davon. Wir versuchen mal weiter rauszufinden, wo dieses dumme Testament ist. Nervt mich schon, dass ich die Leute hier nicht finde. Ich gehe als erster zu den Docks und schlafen, ich habe zu viel XP. Nun kann ich mich ganz schön weiterentwickeln. Das will ich mir bloß nicht entgehen lassen. Der Grund, warum ich mit der Vampirsicht rumrenne, ist eigentlich ganz einfach. Ich will nur aufpassen, dass ich nichts verpasse. Vielleicht rennt mir doch mal ein unbekannter Zivilist über den Weg. Ich glaub's nicht, aber am Ende ärgere ich mich nur. Ja, ich habe auch gerade die Frau schreien gehört. Naja, voll verlaufen. Good evening, old chap. I won't lie to you. When did you... I know it... Of course. What is... Why? Do you real... Money isn't important. Not important. People... I understand. I can't believe I'm telling you this. Don't you think I tried? Clarence... Why have you distributed leaks? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already. Unnoticed thanks to the epidemic. Vampires in London?
I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around. Clarence, you've always been... Thank you, Johnny. It's all right. The first time it was in Rouen. How is your... We've spent... But your... Li- is... Have you... Tell me... They've always been here. Have you... No. What do you... The guard... Have you... No. Are you... Yes. Clarence. I was injured. But you... Please. Did you... No. You need... Well, das ist gut. Finde ich zumindest. Besser. Ja, die... Ne. Über 3000 und das nur durch Gespräche. Neben Missionen. Das ist viel. Echt, das ist... Kein guter Port. Edna Cox ist da, das ist die Mutter. Wilhelm. Sie war da hinten. Hatte keine Ahnung. Der Geist hat auch irgendwo in der Gegend. Trinken her. Mist. Ja, bekämpfe ihn, aber lass mich in Ruhe. Oh Mann. Hoppala, was habe ich jetzt? Bam, ich habe irgendwas gefunden. Kann ich nur ein Sammelobjekt? Nehme ich an. Ja. Wie komme ich da jetzt hin gerade? Das ist hinter mir? Ah, quasi. Was bist du denn? Wo kommst du denn her? Der Typ ist so groß, dass die Kameraführung zum Kotzen ist.
War das Rache oder hä? Oh gut, dann muss ich dich gleich nicht mehr suchen. Irgendwie gerade durchkomme. Natürlich nicht, na. Das sind aber auch zwei, mindestens. Ich helfen muss. Good evening. Dr. Reed. What can did you? It's. But it's my. So. I. Can. Are you on? If you. It's. Have you ever. Have. What? That. Have you. I can. Goodbye. Fast. Good evening, Mr. Doc. Do you need. Treating. Goodbye. Deine Mutter. Wie da ist. Good evening, Miss Gillingham. Of course. It's locked, all right. Gut, haben wir auch. Es. Rodney Grade. Verloren. Was? Darum finde ich ihn nicht. Weil er nicht da ist. So, Doc. What? Oh. Who? It. My. Enid. Jack. He does. Do you recall? Goodbye. Ja, Behandlung gegen Kopfschmerzen. Hör auf zu diskutieren, geh die Scheiße mischen. Einmal Kopfschmerzen kommt sofort. Ich hab gedacht, das war Erkältung. Ich bin noch nicht dämlich. Schöpfung. Holt sich. Kopf. Erschöpft. Was war mit den anderen Bezirken? Der passt. Erholt sich. Und die anderen sind verdammt. Kopfschmerzen, ja? Dick. Teil eines guten Griffs muss ich jetzt noch zusammen kaufen. Das passiert hier drinnen immer, aber warum weiß ich nicht.
Er verkauft ja auch Sachen. Have you heard it? Let me. I meant. And what? What? Not real. Tough. How? Jack. What? There is no. I don't feel. Show me what you. Es gibt davon nur ein Stück und wovon es nur ein Stück gibt, ist meistens. Sowieso zu viel, von daher. Good evening, Miss Gillingham. Of course. Sir? Do you recall? I'll thank. Goodbye. So. Ja, natürlich da drüben sein. Jetzt gehe ich den Blödsinn aber noch schneller analysieren. Frag mich, was das war. Bin ich schon sehr misstrauisch gerade. Oder neugierig. Hat sich's ausgezahlt? Nicht? Ja, vielleicht? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann damit also nichts anfangen, was ich gerade gekauft habe. Ich habe eine Schatulle, ich habe das und außerdem und ich fange damit nichts an. Wo ist die scheiß Schatulle, was ich gerade gekauft habe? Jetzt mit diesem dämlichen Fläschchen, was ich da gekauft habe. War doch violett. Was ist da los? Hauen sich da zwei Ratten aufs Maul? Ja, ich mach das nochmal, ich heil mich jetzt hoch an dir.
Danke, bitte, ne? Ja, funktioniert eigentlich relativ gut. Bleib doch dabei erstmal. Danke. Das alte Mütterchen hier drüben war eine. Die habe ich schon. Ihn muss ich suchen. Cox und das Mütterchen und wo er ist, weiß ich gerade blöderweise nicht mal. Good evening. Of course. Please don't stay too long, sir. What can I do? How like? Do you don't violence? May I sin? How my did you Mrs. Fitz? I am then I goodbye. So. Cox ist da drüben. Vorne irgendwo. Fishburn. Ich habe das Gefühl, es ist er da vorne. Ich bin aber. Gut. Good evening. Good evening to you. Hi. What can you people you? Trap. Back. You were a guy. I was. If you. You. My. Who would you be? Any. No. I'm if you do this. Do you tell me you yeah. Have you as a but what a, I've never tell Andrew and what it is. Why did if I you now I so no do you need none for Goodbye, sir. Dafür wieder Erfahrungspunkte bekommen. So, und die letzte. Without the wet. Good evening. Hello again. Room. What I'm gang? If I'm not fit. That's you're up. You're quite up. What you can't but you take the loot whatever. Tell me about the bar. What I don't so you know what and your fire so you yes. Can I off perhaps thank you. Can I as long as you have dann wo ist jetzt dieser, da ist er, der Schwanzloch. Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, ich schon wieder. Man glaubt's kaum, ne? Well, oi! What will you not? Yeah, more of ink. Have you? Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer.
Don't you see it's an endless spiral? One day it will be... That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it. Goodbye. Du bist ein Honk, das weißt du, ne? Good evening. Hello. Booth Digby looks at you with love struck up. You have no idea how refreshing it can be for... Hmm. I'll take your word. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these... Behind... Romance. I have no... Schade. Goodbye. Hätte funktionieren können. So. Holt sich. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück ins Krankenhaus und hier bei Lady Ashbury. Was denn, dass ich mich nicht dauernd verlaufe? Mal ernsthaft. Kann es doch nicht sein, dass ich mir nicht endlich einmal die halbe Map hier merken kann, wie es hier nach Hause geht. Wow, habt's es? Und das war's. Er hat mich nicht mal getroffen. Ich begreif sowas nicht. Die ganze Zeit lief das ohne Probleme. Er trifft mich nicht mal und ich sterbe dran. Die Armbrust von ihm ist so stark, dass der Lufthauch genügt, um Vampire zu töten. Aber für die 3000 XP habe ich jetzt schlappe 2,5 Stunden gebraucht. Gibt's doch nicht. Ach jetzt komm schon! Ich hab nie genug Ausdauer zum Ausweichen und Blut zum Kämpfen auch keins! Bitte! Du wurdest besiegt! Und du wurdest deinstalliert!
Ich habe zwar kein Blut, aber ich lebe noch, eher nicht. Schau dir an, wie lange der das aufrechterhält. Genau. Hinten ist der Ghoul. Nein, er dreht sich nach mir um. Mal sehen, ob Milton jetzt irgendwas für mich hat. Echt nicht? Wow, beeindruckend. Seine Frau vögelt einen anderen. Ja. Und ich tue so, als weiß ich davon nichts. Good evening, Milt. Good evening, Doc. I'd like wise choice. The flower is dying. It needs water. Genau. Genau für die Nebenhand, aber kann doch ganz interessant werden. Analysieren und so weiter. Gar nichts. Naja. Gut, ja. Wie will ich das nicht mit dem Blutkapazität und den Durst. Also.
Habe ich sogar die doppelte Menge von vorher, das sollte erstmal reichen. Das war's wieder. Was war das jetzt? Ein Level? Also mit der Methode machst du in 3 Stunden ein Level circa. So, ne? Also in 2 Stunden. Wow. Euer Scheiß Ernst? Das verstehe ich auch nicht. Sie waren gereinigt, ne? Also da war nichts mehr. 11% runter. Schöpft, 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 schöpft und erschöpft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das nur in einem Stadtteil. Acht. Oh, das ist erstmal das Krankenhaus schon wieder. Yay. Stabil und es war vorher gereinigt, ne? Das muss man auch jemand erklären. Sieben. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Achtung. Sollte reichen. Den Bissen heile ich mich nicht genug und mit der Selbstheilung auch nicht. Toll. Good evening. Good evening. Ich habe einfach zu wenig XP. Do you require? I will. No. Ouch. Goodbye. Now. Good evening. Good evening. Do you need a... I'm a... Yes. Goodbye. The pain. Good evening, Mr. Elwood. Evening. Soldier. No. As don't... Goodbye. Do you need? Ja, ja, ich weiß, ich bin der Wunderheiler. Ich ziehe mir immer die Medikamente aus dem Arsch. Keine Sorge. Es ist auch nicht wichtig, dass ich jemand anderem zeige, wie das geht. Also, naja. Ich rette die Menschheit. Goodbye. Super geht die Steuerung. Good evening. Do you don't waste your time on me. Goodbye. Dieser scheiß Leichenflederer. Goodie. Do you need well, don't and please of course. Erledigt. Whitechapel passt, West End, die Docks. Noch weiter weg kann er auch nicht sein. It's locked. Jetzt gehe ich aber erstmal zu ihr, zu Ashbury.
Mach wie gesagt nichts anderes als stundenlang rumrennen und den Leuten zu helfen. Dafür bekomme ich Probleme. Sonst nichts. Na, weißt du da sonst noch was rum? Ja, was denn sonst? Steady, boys! We got one of them here! Don't miss! Murder! Christ! Der lag jetzt aber schnell. Bedenklich, ja. Es reicht nicht, dass ich mir hier den Arsch aufreiße. Der war schon mal gesund und das liegt nur daran, weil ich die Arschgeigen hier nicht finde. Wow. Das geht mal ab. Bist du gelähmt? Ein Vampir hat ein Kind adoptiert, ne? Und dieses Kind hofft jetzt, ein Vampir zu werden wie die Mutter. Vater gibt's keinen, aber... ja. Und sie ist eine Adlige. It's locked. Daher, warum soll sie es nicht machen? Sie hat genug Kohle. Wird sich vermutlich auch das Jugendamt gedacht haben. Waisenhaus oder... Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. There are many paintings adorning the walls here. Yes. Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. Oh, God. It'll be my gift to you, if I ever have time to finish it. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of scowl. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know.
They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when... Na klar. How is your inv... I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Yeah. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Priwan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't... Goodbye. Goodbye. Danke. Aber über den Schaden wundere ich mich gerade immer noch. Bist du gestört? Orientiert sich der Klauenschaden auch an irgendwas? Schwer zu sagen, alles. Immer noch. Wir können. Ja, hier kann ich jemanden retten vielleicht, aber sonst. Habe ich hier nämlich noch nicht mal umgesehen. Was zum Teufel war das jetzt? Quarantäne. Priester. Gehört das jetzt zu Whitechapel? Ja, tu es. Ich möchte noch den Gang entlang schauen, vielleicht gibt es da oben ja doch noch irgendwas Interessantes. Hier, aber ich glaube, von hier aus bin ich gekommen. Kann ich mir das genauso gut wieder schenken. Ihr werdet, glaube ich, in nächster Zeit keinen anderen Gesichtsausdruck von mir sehen. Ich weiß auch nicht, wann und ob die Verwunderung überhaupt bei mir jemals nachlassen wird gerade.
Moonin, auf die Frage antworte ich nicht. Schau selbst mal, okay? Naja, ich habe die Sachen genommen, was mir gefallen, was ich am Anfang genommen habe. Ich habe jetzt die Waffe hochgebohrt. Und gelegentlich one-hitte ich jetzt manche Viecher vom selben Level her. Selbst die Elite. Ich habe keine Ahnung, Monin. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Nahkampfwaffe, sage ich jetzt mal. Wobei das ein bisschen übertrieben ist. Ich habe nur bloß die Knochensäge genommen. Haut rein, wie blöd. Gut, die Kopfschmerzen von ihr. Eigentlich sollte ich ja die Medikamente schon hergestellt haben. Tell me. I won't. That's... There are. Be careful what you wish for, young lady. You wouldn't dare. How could she suspect me? Do you... Oh, my God. For... Goodbye. She's been... Und die Erkältung von ihm und die Ehefrau. Yet? Do you need? I w- yeah, thank you. Goodbye. Of course. Ehefrau. Ich musste gerade nachdenken, wo ich die finde. Oh. Hello, Vina. Hello. You know that you are always welcome here. But at this hour of night. Gegenfrage, Monin. Wieso oder? Do you need it? And I thank you. Vina. Everyone. What do you see? I remember when Mary came here with Wieso oder Monin? Na eben, er ist beides. Da ist das Anwesen. Ja. War green. Rechts.
Weißt du, was ich meine? Stufe 29. Es ist so. Danke. Ich werde sicher nicht fragen, warum. Ich muss immer noch das Testament von meinem Vater hier finden, irgendwo. In dem Gebiet sind beide Türen einfach zu. Was mir einfällt, ist der Steinbruch unten vielleicht noch, aber es... Achso, es schimmert nur. Aber sonst... Vorne müsste noch ein Ghoul rumeiern. Aber was sage ich? Ich weiß immer noch nicht, was das Signal bedeutet. Na gut, gehen wir, bevor ich es mir anders überlege. Ich habe da alles durchsucht, ich kann nur hier runter. Ich habe sowieso nicht mehr viel Zeit, 10 Minuten noch oder so. 53, wird knapp, aber ja. Nein, ich meine 10 Minuten. Aber ja, du kennst mich. Ich versuche mir Mühe zu geben. Das, was ich immer so lästig finde, ist, ich muss immer dann zur Arbeit, wenn ich ein paar Zuschauer habe. Kampf. Okay. Nom.
Ja, so viel zur Theorie. Ich finde das gut, dass der Bild mal funktioniert. Ich hab so in den Arsch getreten bekommen, ich war so angefressen auf das Spiel. Unglaublich. Find's gut, dass es jetzt mal läuft. Wenn ich hier gerade nichts finde. Vielleicht gibt's hier ja noch irgendwas. Naja. Das ist 55 Monen. Schon. Ah, jetzt komm! Dieses Scheißgezutzel finde ich so lästig. Jetzt ist es wie vorher, theoretisch. Auch die gerade. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood.
interfere with my hunt! Erledigt. Klappt gut mit diesem Zurückziehen und Sturmangriff. Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reed. I'm a doctor. What happened to you? Why are you here? I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago by a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead. That no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. Kopfschmerzen. Goodbye. Na gut, wir haben sogar jemanden gefunden. Unglaublich. Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Ja. Dann gehe ich jetzt hier lang. Hab schon eine Ahnung, wo ich rauskommen müsste. Bin mal gespannt, ob ich recht habe. Wenn du eine Bürger suchst, vergiss nicht, deine Vampirsinne einzusetzen. Ich finde sie trotzdem nicht und das fast 5-6 Bürger, was nicht das erste Mal ist. Nein, ich habe mich geirrt. Ich bin woanders. Und zwar ganz woanders. Dort, wo ich hin wollte, wo ich nie hingekommen bin. Kann ich auch nicht kämpfen. Das ist ein geiler Abschluss. Am Ende finde ich noch die ganzen Mistkäfer. Und ihr haltet euch auch für saulustig, ne? Good evening. Yes, please. That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important. I suppose you're right. I am Agamemnon Baker. Like Agamemnon. Brother, I think we need to leave. Do you need? Indeed. You have sounds. Good. Da möchte ich mal wissen, was mit denen ist. Untersuche die Taten der Bürger. Woll. Da durch den Zaun werde ich spähen. Kleiner dreckiger Voyeur. Oh, ich kann Französisch. Sofort. Nach dem Ding beende ich. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Danke, Monin. So, ich mache wieder Schaden.
guten, funktioniert, lasse ich so, nie wieder angreifen. Ne? Altes Administratoren-Sprichwort. Never change a running system. Lass die Finger davon, es funktioniert, skill nicht um, es klappt. Für jeden Menschen gibt es keine perfekte Skillung. Schau dir alle an und nimm dir das raus, was für dich am besten funktioniert, habe ich. Daher, lass auch so weiterspielen. Es funktioniert, ich nehme genug Blut auf, um die Klauen einzusetzen und die machen gewaltigen Schaden, später noch weit mehr. Von daher hoffe ich, dass wir uns um 17 Uhr wiedersehen, wenn es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Follow da. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir uns trotzdem wiedersehen und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später. Macht's das Beste draus. Ciao.